kennen das doch. Riesige Wohlfühlbubble. Ja, Wohlfühlbubble und wir vertragen uns alle super gut. Wir kennen das, ne? Nee, ich vertrage mich eigentlich mit wenigen. Echt? Warum bist du denn hier? Mann! Bitte? Na, weil ich mich mit dir ja nicht vertrage, ne? Ach so, schade. Ich dachte, wir wollten wieder Beef anfangen. Ach, Mensch! Nee, solange du keine Spendenaktionen startest, ist alles cool. Ach, scheiße! Ich wollte dich doch einladen zum nächsten. Gott verdammt. Aber ich sag dir vorher wieder Bescheid, ja? Ja, bitte. Ich bitte darum. Echt, aber beim nächsten Mal bist du mit dabei, oder? Ich meine, ich habe ja mein Lehrgeld. Mein Lehrgeld habe ich ja jetzt kassiert, ne? Also das war ja... Okay. Also... Im Nachhinein ist man immer schlauer, vor allem wenn man nicht mal die Eier hat dafür, das richtig anzukündigen. Ist okay. Ich danke dir nochmal für das Lehrgeld. Okay, pass mal auf. Das Thema fällt mir seitdem ich hier bin, das ist noch nicht so lange, immer wieder auf die Füße. Dieses Thema mit Twitch und Selbstständigkeit. Und wir hatten das ja auf Twitter. Stay hat ja gefragt. Meine Antwort war ja, ja klar, wenn es dein Job ist, ja. Aber das ist eine ganz schön kleinsichtige, engstirnige Meinung von mir gewesen, ehrlich gesagt. Weil dein Kommentar ist da eigentlich sogar richtig. Was ist denn deine Meinung zur Selbstständigkeit und Twitch? Ja, du hast ja gesagt, wenn du 3000 Zuschauer hast und, keine Ahnung, 1000, 2000 Subs, dann kann man drüber nachdenken. Ja. Also wenn du 3000 Zuschauer hast und nur 1000 Subs hast, dann machst du was gehörig verkehrt. Oder du streamst halt nur auf der Frontpage. Mhm. Und grundsätzlich kann man mit 3000 Zuschauern average schon sehr gut leben. Okay. Also sehr gut. Und mit sehr gut meine ich so auf AMG-Level sehr gut. Okay. Ja. Also grundsätzlich musst du es immer abhängig von deinen laufenden Lebensunterhaltskosten machen, ne? Also ja, ich bin kein großer Fan davon, beim ersten Peak direkt in die Selbstständigkeit zu stürzen, weil gerade... Also man muss mal so eine Saison mitgemacht haben, ne? Also für die Leute, die das nicht hauptberuflich machen, es gibt so eine Saisonkultur auf Twitch. Im Sommer ist meistens eher nicht so viel. Ja. Und dann Richtung Weihnachten und Frühjahr, so bis März, April, geht das richtig steil nach oben. Und da habe ich schon sehr, sehr viele Leute gesehen, die dann sich so im Februar gedacht haben, okay, dann kündige ich jetzt. Ja. Weil ich meine 2000 Euro durch Twitch reinbekomme. Mhm. Das ist meistens eine sehr, sehr dumme Idee. Also ich bin großer Freund davon, das Ganze so ein Stück weit nachhaltig zu gestalten. Erstmal gucken, okay, schaffe ich das ein Jahr? Geht das ein Jahr? Schaffe ich das anderthalb Jahre? Und dann kann ich mich gut selbstständig machen. Also gibt es auch noch so ein paar andere Dinge, die man da betrachten sollte. Also in Sachen Share gibt es da ja Dinge. Nicht alle Partner sind gleich. Und ja. Spätestens wenn man dann den Exklusivdeal hat, dann kann man da schon sehr gut von leben. Also auch wenn du 1000 Subs hast, kann man da gut von leben. Also wirst nicht reich, aber man kann da sehr gut von leben. Ja, du hast schon recht. Es kommt immer darauf an, was deine Lebensunterhaltskosten sind. Also wenn du so eine kleine 45 Quadratmeter Butze hast und keine Ahnung, du vielleicht lebst ja irgendwie im Keller oder die Wohnung gehört irgendwie deiner Familie oder so, dann hast du ja geringere Kosten dafür. Da kann man da früher drüber nachdenken, klar. Aber ich finde trotzdem, dass so dieser Spirit auf dieser Plattform sehr häufig in Richtung, ja super, noch ein Meter noch und dann ist schon Selbstständigkeit. Und das finde ich ganz, ganz kritisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin damals auf die Plattform gekommen und ich habe von Anfang an gesagt, ich komme von YouTube. Ich bin mega frustriert darüber und ich komme hier hin und ich weiß, ich sehe nicht alles Schlechte und ich gehe jetzt hier einfach mal mit der rosa-roten Brille rein und genieße die Zeit, weil das Negative kommt früh genug. Und weißt du, was das erste Negative war, was mir passiert ist? Keine Ahnung. Du. Ich? Nein, ja, das geht vielen so. Ja, das geht vielen so. Aber eigentlich bin ich ehrlich gesagt ein bisschen dankbar dafür. Ein bisschen dankbar. Weißt du, ich bin 31 Jahre alt. Das Ding ist, viele sehen alles, was so gesagt wird von dieser, wir gucken das mal so ein bisschen auf einer kritischen Art und Weise. Also wir sehen das nicht durch eine rosa-rote Brille, sondern gucken wir versuchen aufzuzeigen, wie es eigentlich laufen sollte. Das ist ja kein direkter Angriff. Also es ist ja nie ein Angriff auf die private Person. Das darf man ja auch gar nicht. Sondern das ist immer so ein bisschen, ey, pass mal auf, das ist vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, weißt du? Das ist auch gar nicht schlimm. Also ich finde, ich persönlich finde das überhaupt gar nicht schlimm. Mich tangiert das auch nicht so nachhaltig, dass ich sage, okay, das ist ein blöder Pisser. Unterm Strich hast du
Hast du da mit dieser Charity-Aktion versucht, was Gutes zu machen, hast aber ein bisschen low profile, ein bisschen rumgeeiert, weißt du? Und rumeiern ist nie gut. Ich bin großer Fan von geradeaus durch, ehrlich ins Gesicht und gib ihm. Ja, aber das ist, wenn du das erste Mal so ein Ding anfängst, weißt du, und was sollst du bieten? So, das ist das Ding. Und meine Herangehensweise war einfach, shit, was machst du denn jetzt? Irgendwas musst du denen ja bieten. Und dann dachte ich so, okay, machst mal irgendwie so ein Fenster, warte mal, ich blende dich nur mal eben kurz ein, damit die Leute wissen, wer da gerade mit mir sitzt. So, da kann ich nicht mal. Geil. Okay, funktioniert nicht. Ja, ist doch scheißegal. Ich hatte echt gedacht, das ist der Way to go. Dass man sich aber, wenn man so mega, mega zurückhaltend formuliert, einfach zu viel Spielraum lässt, ist natürlich kritisch gewesen. So. Und naja, gut, beim nächsten Mal weiß ich es besser. Hat Ja, aber auch also. so, war aber auch schon ein schöner Abend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist halt doch toll geworden. Ja, war super cool. Ich hab ja auch zugeguckt. War mega cool organisiert, war mega gut von der technischen Umsetzung. Aber da sind die Nerd-Jungs ja auch schon so ein bisschen versierter gewesen. Ja, Ne? Die wissen ja, was sie da machen. auf Und das jeden für Fall. coole Aktion. Also es ist also deutlich, deutlich durchdachter gewesen, als ich dann geplant hatte. Nur die Ankündigungen waren ein bisschen. Ja, machen Die wir war beim nächsten Mal. ein bisschen fehl zu verstehen, ne? Aber Ja. auch nicht auf einem bösen oder schlimmen Level, sondern einfach nur, ey Bruder, jetzt halt gesagt, wir machen fünf klar, dann wäre halt alles in Ordnung gewesen. Und so war es halt ein bisschen wischiwaschi und das war in Ordnung. Also so unterm Strich war es halt voll in Ordnung. Was du gesagt hast, fand ich super interessant, dass sich ultra viele abhängig machen von bestimmten Features, die dann abgeschafft werden. Ja. Was hältst denn du von der Frontpage? Also was sind deine Erfahrungen damit? Das würde mich mal interessieren. Also ich finde, das ist immer so ein der Mythos. Für mich ist die Frontpage Cola Light. So, also das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Es ist was, um die Statistiken aufzubauschen und um gesehen zu werden. War das für mich früher auch immer schon. Und du kannst dich halt toll fühlen, wenn du auf einmal siehst, boah, als kleiner Streamer durchschnittlich irgendwie 20, sagt das Day bei mir. hast du 20 Zuschauer und auf einmal hast du irgendwie, keine Ahnung, 600. Da denkst du ja auch, boah, krass, was ist bei mir los? Aber die Leute hängen ja nicht wirklich bei dir im Chat. Die gucken dir ja nicht wirklich zu. Die interagieren ja nicht mal unbedingt mit dir. So, das ist nur eine Option. Das ist so wie die Trending Page auf YouTube. Das heißt nichts. Das heißt nur, dass die Statistiken irgendwo schöner sind, größer sind. Und das ist nur ein Wert, der interessiert Firmen, die nicht weiter gucken als bis auf die Statistiken. Für mich persönlich ist das nur ein Premieren-Ding gewesen. Boah, geil, bist du toll, hast du mal viele Views. So, damit Ja. kannst du ein bisschen angeben. Das war's. Also für mich hat das irgendwie keine Relevanz und das bedeutet auch nichts für den wirtschaftlichen Aspekt für mich. Und dieses Ding mit, ja, es gab feste Absprachen für die Frontpage oder so früher, glaube ich, war das mal so. Das war etwas, was sehr viel diskutiert wurde. Naja. Die gab's ja. Also das ist ja nicht nur so eine, das ist ja nicht ein Mythos, das ist ja Fakt. Also wenn du da genug Puderzucker in Ärsche geblasen hast, dann hast du deine festen Zeiten da gehabt und da konntest du dich wirtschaftlich sehr gut von abhängig machen. Also wenn du überlegst, dass ultra viele Mikropartner aus wirtschaftlichem Interesse Zahlen verkauft haben, dann muss man einfach sehen, okay, das haben die gemacht, weil die auf der Frontpage waren, wegen nichts anderem. Ja, und das ist nämlich eben das Ding, das hat mich geärgert. Das ist für mich immer nur so ein Ding gewesen von, das ist, also ich bin nicht eine ernstzunehmende Größe. Ich mache das hier hobbymäßig, so ein paar Leute da so. Das ist geil für uns, die wir hier sind. Wenn du das Ganze irgendwann wirtschaftlich angehst und sagst, pass mal auf, ich möchte mich nicht über die Community finanzieren, ich möchte mich über eine Firma finanzieren. Das ist wahrscheinlich das Bestreben von vier Ja, das Leuten, die geht nicht. Amazon. Ja, das geht nicht. Also bei mir, ich habe so, keine Ahnung, zwischen 2 und 2500 Subs und bin bei 1,5 Average. Und ich kann mich nicht von seriösen Firmen alleine finanzieren. Wenn ich unseriöse Firmen nehmen würde, weißt du, sowas wie, keine Ahnung, Koffeinpulver und ein Ja. VPN noch hinterher und dann mache ich noch ein bisschen Glücksspielwerbung oder gehe in diesen kompletten Nahrungsmittelergänzungsbereich, Geil. dann kann man super viel Geld damit verdienen. Also die Angebote kommen, aber ich persönlich bin da kein großer Freund von. Also ich habe einen Partner, und das war's. Weil ich da super, super vorsichtig selektiere. Also wenn du Ja. jemand bist, der gerne angreift, dann musst du auch aufpassen, dass du selber deinen moralischen Standard hältst.
Und das ist gerade im Partnerwesen, ist das super gefährlich, da in Bereiche reinzurutschen, wo du Entscheidungen triffst, die wirtschaftlich okay sind, aber moralisch eben komplett ins Leere gegriffen. Wenn man Twitch machen möchte, dann muss man sich mit dem Gedanken anfreunden, dass das Leben einer Person durch Welfare finanziert wird. Dass Leute dir Geld geben. Im Endeffekt ja. Aber das ist halt eben das, was sich die meisten Leute wünschen. Also das war immer mein Way to go. Ich kann das nur beschreiben, wie das bei mir war. Am Anfang war das halt eben wenig. Du hast natürlich wenig Zuschauer. So. Keiner interessiert es irgendwie. Die Leute, die von YouTube früher rüberkamen, das waren dann halt so 10, 15 Peepos oder so. Das hat keinen interessiert. Und mit der Zeit wurde das mehr oder mehr und mehr. Oder du kanntest irgendjemanden, wurde es mal gehostet, wurde es mal geradet. Na gut, die Funktion gab es damals noch nicht. Und irgendwann war das mir. Und dann kommen Leute vorbei und sagen, krass, Alter, du hättest Potenzial, Partner zu werden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass du dann in so eine schwer aufzuhaltende Rutschpartie gerätst. Dieses ewig Hinterherrennen. Erst musst du Affiliate werden. Dann strebt alles den Partner an. Oh, 75 Views musst du schaffen und jedes Mal bewerben. Und wie oft bewirbst du dich, bis du wirklich Partner bist? Und kaum, dass du den Partnerhaken hast, kommt die Frage, hey, ist das jetzt ein Job? Ab wann ist das dein Job? Stream doch mal 5 Tage die Woche. Und ich finde, das ist schwierig, diese Kette zu durchbrechen, weil das fühlte sich hier schon an wie so eine Formel, die du hier gehen musst. Und ich fand das arg unangenehm. Ist das so hier? Nee. Also ich persönlich sehe das ein bisschen nüchterner. Also dieser Partnerhaken als solches hat ja absolut keine Bedeutung. Nee. Mittlerweile hast du ja durch den Partnerhaken selbst überhaupt keine Vorteile mehr. Mhm. Der einzig wirklich von Twitch gegebene wirtschaftliche Vorteil, den du bekommen kannst, ist dieser Exklusivvertrag. Wenn du den bekommst, dann hat das Auswirkungen auf deinen wirtschaftlichen Erfolg. Alles, was davor ist, von Affiliate bis Partner, ist ein Schlag. Du hast eine bessere Visibility durch diesen Partnerhaken. Ich glaube, viele Leute, die neu sind, checken Streamer nicht langfristig aus, die keinen Partnerhaken haben. Aber ansonsten überhaupt nicht. Hat überhaupt keine Auswirkungen. Also früher konnte man sagen, okay, die Qualitätseinstellungen waren ein Thema, ist ja mittlerweile nicht mehr der Fall. Emotes ist ja auch nicht mehr der Fall. Diese Icons ist auch nicht. Du kannst als Affiliate genauso hart reinbaiten wie als Partner. Da gibt es überhaupt keine Vorteile mehr. Deswegen verstehe ich diesen ganzen, jetzt bin ich Partner, jetzt gehe ich Fulltime. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also die Entscheidung, ob man das Ganze beruflich macht oder nicht, die sollte aufgrund von langen wirtschaftlichen Erfolgen, also wirklich beständigen Zahlen, die du reinholen kannst, geschehen. Und das bedeutet, dass du so ungefähr 6 bis 8, 9 Monate als jemand, der nicht vorher in diesem Bereich tätig war, wirklich hustlen musst. Ja. Also dass du wirklich deinen normalen Job oder Studiengang, Ausbildung, was auch immer, nachgehen musst und zusätzlich noch Fulltime-Stream. Fulltime-Stream ist ja auch so eine Diskussion. Ich bin ja kein großer Freund davon, lange zu streamen. Ich auch nicht unbedingt. Und es ist halt eben auch die Frage, wie hoch ist die Qualität dabei, ne? Also, ich meine, ja klar, diese Let's Player, die dann, keine Ahnung, Online-Games zocken oder so, die gibt es. Es gibt ja jetzt auch Rekordversuche, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast auf Twitter. Der versucht da hat jemand. Ich überhaupt nichts von, Mann, Alter. Das ist sogar eher gefährlich, als dass es irgendwas ist, was ich unterstützen würde. Ich finde das auch arg kritisch. Wie sind das? 550 Stunden oder so ein Scheiß? 600 sind beabsichtigt. 600, Alter, so ein Schwachsinn. 20 Stunden pro Tag. Ja, das ist absoluter Schwachsinn. Ich hab da mal reingeguckt, also ich bin ja auch gut mit Sean befreundet, ne? Mhm. Und ich habe ihm jetzt selber noch nicht geschrieben, weil ich halt denke, okay, ist halt sein Ding. Mhm. Und der hatte in der Vergangenheit auch schon ultra viel, also der hat ja wirklich, der streamt halt ultra viel. Die Frage ist nur, ist es die Masse, die dann den wirtschaftlichen Erfolg ausmacht? Ich meine, ja, wenn du länger online bist, hast du eine höhere Visibility und dann genau hast das. Du die Chance, dass die Leute kommen und dann vielleicht mal einen dalassen, aber da halte ich nichts von. Weißt du, langfristig sind solche Zahlen einfach nicht zu halten. Du kannst nicht jeden Tag 20 Stunden streamen, das funktioniert nicht. Du brauchst einen gesunden Rhythmus und die Leute müssen dich aufgrund dieses gesunden, für dich stemmbaren Rhythmuses supporten und nicht, weil du jemand bist, der jeden Tag 20 Stunden streamt. Also das ist ja völliger Schwachsinn. Aber das musst du auch erstmal begreifen. Ich meine, das sind ja in unterschiedlichen Richtungen sind die Leute ja unterwegs. Also auch dieses, was habe ich auf YouTube letztens gesehen?
Der Rekord, 800 Stunden Fortnite an einem Stück, keine Ahnung, wie die das machen oder ob das jetzt segmentiert ist oder so. Ich muss dem Ganzen auch nachgeben. Also ich habe ganz lange dafür gearbeitet, dass ich mir die Chance ergattern kann, auch in der Woche noch einen Tag zu streamen. Nur ist das bei mir dann halt einfach unnütz, weil ich dann abends, am Mittwochabend, ist so viel los, das merke ich halt zu deutlich in den Zahlen. Und bei mir ist das halt immer wieder so ein... Dann habe ich auch immer gesagt, Leute, das bringt nichts. Dann lass uns lieber am Wochenende 2x4 Stunden machen, dann aber mit Qualität, dann aber mit Inhalt, als irgendwie möglichst viel zu streamen. So, und da habe ich wirklich lange mit mir gerungen, um diesen Rückschritt zu machen. Und naja, seitdem ist das eigentlich für mich mega entspannt. Ich finde auch für die Zuschauer, ich weiß ja, ihr könnt da jetzt mal was zu sagen, aber ich finde einfach auch für die Zuschauer wesentlich besser. Weil es ist nicht so Light-Content, so einfach online sein, um online zu sein. Das finde ich nämlich, das wäre schade. Ja, also ich halte auch nichts von. Aber von einem Gedanken kann man sich relativ schnell entfernen. Und zwar, dass die Zuschauer das nur genießen, wenn du einen gewissen Standard oder ein bestimmtes Minimum an Zuschauerzahlen hast. Ja, also ich kann jedem, der streamen möchte, nur empfehlen, das nicht aus einem Average-Viewer-Aspekt zu bewerten oder aus einem wirtschaftlichen Erfolgsprinzip, sondern du musst halt einfach streamen, wenn du kannst und wenn du Bock hast. Und wenn du Bock hast und dieser ich habe Bock drauf, der muss unabhängig sein von den Zuschauerzahlen. Ja. Deswegen sind diese ganzen Frontpage-Hampelmänner für mich auch nicht keine Leute, die langfristig damit Erfolg haben werden. Weil die streamen nur dann, wenn sie diese Zahl da unten sehen, die fiktiv ist und die überhaupt nichts bringt. Die bringt genau Views auf den Kanal selbst, die du verkaufen kannst, aber für das Zuschauererlebnis, wenn du dem Zuschauer nur dann ein Erlebnis bieten kannst, wenn du ein gewisses Mindestmaß an Zuschauern hast, dann hast du auf der Plattform als solches als Selbstständiger nichts zu suchen. Also das der Wahrheit muss man dann einfach irgendwie ins Gesicht schauen, weißt du? Ihr habt, also ich verallgemeine das jetzt mal mit ihr, also Stay und du, ihr habt zusammen einen Podcast. Habt ihr so ein Thema dort auch schon mal aufgegriffen? Kurz immer mal wieder. Also wir versuchen das halt relativ streamunabhängig zu machen von der Themengestaltung her. Aber kurz haben wir drüber gesprochen. Ich habe halt nur gesagt, dass ich halt nichts davon halte, dass... Also ich weiß ja, wie viel Kohle reinkommt und wie viel Kohle reinkommen könnte. Und wenn ich dann Leute sehe, die Fulltime streamen, die 200, 300, lass es 400 Subs haben, dann weiß ich, dass das aus einem wirtschaftlichen Aspekt nicht vernünftig sein kann. Also es kann halt nicht vernünftig sein. Und genau das ist dann der Punkt, wo Streaming dann keinen Spaß mehr macht. Weil dann streamst du aus einem wirtschaftlichen Interesse und nicht, weil es dir Bock macht. Weißt du? Da rutschst du in Löcher rein, die so tief sind, dass du nicht wusstest, dass sie existieren. Dann Existenzängste, wie mache ich, hat das überhaupt noch Sinn? Oh ja. Und dann schmeißt du dich in Zeiten rein, die du selber nicht stemmen kannst, versuchst Dinge aus, die du niemals ausprobieren würdest, einfach weil du denkst, es könnte Erfolg haben. Und wenn du denkst, es könnte Erfolg haben und du machst es nicht aus Überzeugung, dann hat es keinen Erfolg. Das ist einfach so. Wenn du dir denkst, okay, derzeit läuft Call of Duty ultra cool, ich hasse Call of Duty, aber ich spiele es jetzt einfach. Die Leute merken das ja. Die Leute merken, ob du Bock auf die Inhalte hast, die du überträgst oder ob das nicht der Fall ist. Und dann deswegen immer das machen, wo du Bock drauf hast. Immer das machen, wo du denkst, okay, das ist mein Ding, das könnten die Leute cool finden, und das, weil ich das cool finde. Ja, und wenn die das cool finden, wenn du das selber cool findest, dann können die Leute das cool finden. Ja. Gibt's irgendwelche Tipps? Wenn du jetzt irgendjemanden hast, der fängt gerade an zu streamen, macht seinen 2., 3., 5., 10., 20. Stream oder sowas. Und welche Tipps würdest du für... Oh, wow, warte mal, ich mache mal eben die Alerts aus. Welche Tipps würdest du Anfängern mit auf den Weg geben? Also der beste Tipp, den man wirklich bekommen kann, ist, dass du dir niemals irgendwelche Tutorial-Videos reinziehen solltest. Warum das denn? Es gibt mittlerweile, glaube ich, 200.000 Videos, wie werde ich erfolgreicher Twitch-Streamer. Oh, ja. Und alles, was in diesen Videos gesagt wird, ist kompletter Käse. Also wirklich komplett 100%iger Käse. Da steht dann sowas wie Tipp Nummer 1, achte darauf, dass du Cross-Form-Marketing machst. Poste das auf Twitter, auf Instagram, belästige die Leute mit deinem Scheiß. Das ist nicht der Fall. Cross-Form-Marketing funktioniert nur dann, wenn du auf beiden Plattformen relevant bist. Dann funktioniert es. Wenn du auf Twitter Inhalte zu bieten hast, dass die Leute einen Mehrwert sehen, dir da zu folgen, dann kannst du langsam anfangen, dort Werbung für deine andere Plattform zu machen. Aber ansonsten musst du erstmal relevant werden auf der einen Plattform, bevor du überhaupt irgendwas bringt.
Millionen von Leuten haben die immer gleichen Tutorial-Videos geguckt und dann siehst du diese Mikropartner, die einen Twitter-Account haben, wo dann drin steht, oh, ich glaube, ich stream heute. Stream ist an. War ein super Stream heute. Und dann geht es genauso weiter jeden Tag. Und dann gucke ich mir die Accounts an und denke mir, Bruder, ich mag dich eigentlich, aber ich tue einen Teufel dazu folgen, weil ich möchte nicht die ganze Zeit von dir belästigt werden. Weißt du, ich bin auf Twitch unterwegs, da kriege ich einen Pop-up, wenn ich dir folge. Und dann war's das. Deshalb brauche ich nicht auf Twitter nochmal eine Nachricht von dir. Das stimmt. Also, wie gesagt. Und was denn noch alles? Was denn noch alles? Hier. Spiele nicht die erfolgreichen Spiele, spiele die Spiele, die irgendwo in der Nische sind. Das wurde mir damals auch gesagt. Dass du weit oben stehst. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist der größte Unsinn, den ich jemals gehört habe, weil du selektierst deine Spielauswahl doch nicht anhand von der Platzierung auf Twitch, sondern ob du die kannst und gerne spielst. Mhm. Entweder du bist gut darin und die Leute gucken dir zu, weil du der zweite Shroud bist, oder die Leute gucken dir zu, weil du lustig bist. Du kannst nicht lustig sein, wenn du dir irgendwas aufzwingst. Das funktioniert nicht. Ja, das stimmt. Da gibt es noch Millionen andere Raids und Hosts, dass du da versuchst zu connecten. Bringt auch nichts. So ein Host und so ein Raid, der bringt dir absolut gar nichts. Weil das habe ich aber auch schon gehört, ey. Weil die Leute gucken ja nicht, die Leute konsumieren deinen Streamer nicht, weil eine andere Person sagt, jo, ich mach jetzt Schluss. Und ihr guckt bei dem weiter. Natürlich hat das auch Auswirkungen auf die Zahlen, aber um ganz ehrlich zu sein, die Zahlen, die du nach 15 Minuten nach diesem Host noch mehr hast, sind Leute, die AFK sind. Ja. Da bleibt keiner übrig. Viel zu viele Leute wurden versucht, von wirklich großen Partnern gepusht zu werden und es klappt einfach nicht. Das ist eben das Ding, weil die Zuschauer sind in dem jeweiligen Stream drin, weil sie die Person mögen. Wenn die Person sagt, ich mag jemanden, ich schicke euch mal eben rüber, bedeutet das nicht, dass die Zuschauer automatisch auch ihre Vorzüge jetzt auch noch darauf legen. Das ist nämlich so oft, und das habe ich so oft von kleinen Streamern, also ich bin ja selbst auch klein, also verstehe das nicht falsch, aber gehört, ja, aber ich muss doch an dem Tag einmal streamen. Ja, aber warum? Ja, ich gehe nämlich live und ich zocke dasselbe Spiel wie, damit er mich hinterher hostet. Die Rede war von Gronkh. So, dann suchen sich Leute selektiv immer das Spiel aus, was Gronkh gerade spielt, zocken das dann passend so, dass sie etwa dann streamen, wenn Gronkh offline geht. Für den Fall, dass irgendjemand dort mal rüber hostet oder so. Und das finde ich, das ist schon arg berechnet und das finde ich schon, das ist schon krass. Also das ist schon richtig krass. Ja, das aber sind Leute, die werden niemals erfolgreich sein, weil wenn du, und das ist glaube ich so die wichtigste Message, die du vermitteln kannst. Du kannst nicht erfolgreich werden, wirtschaftlich erfolgreich werden, wenn du es wirtschaftlich planst. Mhm. Also wenn du anfängst zu streamen, weil du damit Geld verdienen willst, dann ist dein Fokus von Anfang an komplett falsch. Komplett, 100%ig. Das mag klappen, also es mag Einzelfälle geben, wo das mal funktioniert hat, aber das sind dann auch wirklich Ausnahmefälle. Die große Masse wird nur deshalb erfolgreich, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren, den Zahn der Zeit getroffen haben oder sonstig irgendwie Glück gehabt haben. Du musst irgendwie erstens musst du charismatisch sein, du musst gut sein in dem, was du machst. Und dann musst du einmal Glück haben und einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Und wenn das geschehen ist, dann ist der Rest eigentlich Snowball. Ne? Ja. Aber ja, viel zu viele von den Leuten, die ich sehe, die so in Richtung Fulltime gehen wollen, machen das auf Krampf und die machen das super berechnend für Leute, die wissen, was sie da versuchen. Und das hat einfach nie Erfolg. Echt nie. Was sagst du zum Thema Sellout? Naja, Sellout ist zu einem. Es gibt ja mehrere Formen des Selloutes, ne? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn du Fulltime streamst und du machst kein Sellout in Sachen Twitch, also Subscriptions, dann machst du deinen Job einfach nicht. Weil das gehört ein Stück weit dazu. Entweder du verarschst deine Zuschauer, indem du sie ein Stück weit dazu verleitest, dann einen monatlichen Betrag zu zahlen oder Twitch Prime. Oder aber du verarschst sie, weil du Partnerschaften eingehst, die ihnen absolut keinen Mehrwert bringen. Also das ist für mich sogar noch moralisch verwerflicher. Ich glaube, es gibt keinen großen Streamer, der nicht auf die ein oder andere Art versucht, Subs zu baiten. Das geht auch vollkommen in Ordnung. Auch Donations kann man auch Donations baiten. Das ist auch in Ordnung. Aber da ist wieder die Frage, wie mache ich das? So ein Donation-Balken, so ein Battle-Balken, da halte ich persönlich absolut gar nichts von, weil die Ziele, die dort definiert worden sind, die wirken entweder verzweifelt, sowas wie
Überleben oder ja, oh. Vollzeit Oktober oder Miete November, davon halte ich überhaupt nichts, weil damit wirfst du deine Zuschauer in eine moralische Verpflichtung, etwas machen zu müssen, weil ansonsten könnte diese Person nicht mehr überleben. Ja. Du implizierst, wenn das nicht vollgemacht wird, dann gehe ich vor die Hunde. Und das sollte man niemals machen. Die Leute sollten zuschauen, nicht aus einer Verpflichtung, sondern weil sie etwas feiern, weil sie entertained werden wollen. Ja, die wollen den Kopf ausschalten und die wollen unterhalten werden. Und die wollen da nicht zuschauen und dein Geheule hören, dass du, wenn du nicht nochmal 400 Euro vom Sven bekommst, dass du dann diesen Monat die Miete nicht bezahlen kannst. Da halte ich nichts von. Ja, genauso wie diese ganze Geschichte mit Gaming-PC, wie hier geschrieben wird, oder neues Equipment oder sonst. Ja, Bruder, kein interessiert es, ob du neues Equipment. Das neue Equipment, das du dir denn davon kaufst, macht den Stream nicht besser. Die Leute, die da jetzt zuschauen, warum sollten die Geld für etwas bezahlen, das sie jetzt schon konsumieren? Ich verstehe es nicht. Also ich muss ich verstehe, bei mir war das damals anders. Also bei mir war das immer nur eine Sache von, pass mal auf, ich spare darauf, weil ich hätte damals hatte ich auch den Battlebalken. Und das ist für mich so ein schwieriges Thema gewesen, dass das für mich nie okay war. Nie. Also auch wenn ich gesagt habe, okay, ich bringe das jetzt an, um den Leuten zu zeigen, wofür ich das Geld von ihren Donations investiere, fühlt sich trotzdem scheiße an. Und ich habe unterm Strich irgendwann auch einfach gesagt, wir lassen das jetzt aus. Ist okay. Am Anfang war das für mich aber immer nur ein Zeichen von, du pass mal auf, ich kann noch nicht machen, was ich möchte. Ich fühle mich durch die Technik limitiert. Und das wollte ich nicht. Ich wollte A, mich nicht durch die Technik limitieren lassen. Das heißt, ich wollte zocken. Es ging aber nicht mit der Grafikkarte, die ich hatte. Das war immer so ein Ruckelbild. So. Mhm. Und am Anfang war das einfach so, Leute, passt mal auf. Hier, schaut mal, so viel spare ich. Das gebt ihr noch dazu, wenn ihr möchtet. Ist aber kein Zwang. Dann hole ich mir das neue Ding und wir sind da nicht mehr limitiert. Ja? Aber du fängst an, wenn ich überlege, wie ich YouTube angefangen habe. Da, also eigentlich ist das ist schon dekadent, also nicht dekaldent, aber dekadent, was wir heutzutage als Minimum empfinden. Früher hatte ich eine Webcam obendrauf, die hatte 480p, eine zweite um den Hals hängen als Mikrofon. So, und damit konnten wir auch Videos machen. So, und ja, aber ich brauche das große Shure M7 unbedingt, damit ich die Radiostimme habe. So, das braucht kein Mensch. Also es braucht kein Mensch, Du kannst mit einem Equipment von, sagen wir mal, 300 Euro, also neben dem PC, du brauchst natürlich einen PC, aber so für 300 Euro kannst du auf absolut ausreichender Qualität übertragen. Also alles, was drüber hinaus ist. Wenn ich jemanden sehe, der und das ist jetzt nicht negativ oder diskriminierend oder sonst irgendwas gemeint, sondern einfach nur so ein bisschen Reality-Check. Wenn ich jemanden sehe, der 100 Zuschauer oder 200 Zuschauer hat, average, und der hat ein Donation-Goal, dass er den neue Sony Alpha mit Objektiv braucht, dann frage ich mich, was machst du eigentlich mit deinem Leben, Alter? Wen verarschst du da eigentlich? Weil das brauchst du einfach nicht. Das ist komplett unnötig. Wenn man ein neuer Streamer ist und man möchte Geld in eine Sache investieren, dann geht Audio immer über visuell. Mhm. Also du kannst eher eine Gossen-Webcam kompensieren als ein schlechtes Mikrofon. Ja. Ja, das ist das Ding. Das ist das Ding. Ich meine. Aber Sellout, also im gewissen Grad muss es sein. Es funktioniert auch. Ich meine, wenn du selber mal ein Donation Goal hattest, dann weißt du, dass wenn du ein Donation Goal drin hast, wir hatten alle schon mal ein Donation Goal drin, dann kommt viel mehr rein. Viel mehr. Also wirklich auf einem perversen Level kommt mehr rein. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich ein Donation Goal hätte, dass das witzig wäre, dann würdest du 3.000, 4.000, 5.000 jeden Monat durch Donations machen. Locker. Also locker. Ganz locker. Ich sehe schon. Aber da ist dann für den Hund. Ja, Mann. Aber da ist dann halt die Frage, brauchst du das? Erstens, brauchst du das? Und die Antwort darauf ist für mich persönlich, nee, brauche ich nicht. Weil ich kann meinen Lebensstandard, so wie er ist, mehr als ausreichend halten. Mhm. Und alles, was on top ist, muss ich nicht forcen. Ja, on top ist schön, aber ich muss es nicht forcieren. Weißt du, ich muss die Leute nicht ins Gesicht spucken und denen sagen, ey, pass mal auf, habt ihr da oben schon gesehen? Man kann auch Geld spenden. Nee, muss man nicht. Weißt du? Man kann es ausschalten, ne? Aber vom Ausschalten selbst halte ich auch nichts, weil, keine Ahnung. Also man kann es machen, das ist voll in Ordnung, aber warum sollte ich mir Monetarisierungsmöglichkeiten nehmen, wenn sie in einem moralisch vertretbaren Rahmen sind? Für mich sind Donations moralisch vertretbar. Ich finde es in Ordnung, solange man die Leute nicht forciert und dazu zwingt, das zu machen und sie nicht in eine Verpflichtung reinnimmt.
Ja, also das ist die Notwendigkeit des Spendens. Die ist da klar zu klären. Also ich bin auch kein großer Fan. Erst recht nicht von diesen Survival-Goal-Dingern. Noch schwieriger ist, wenn das zum Teil deines Contents wird, ne? Also kennst du das? Hier pro 100 Euro machen wir eine Stunde länger. Ja, das ist ja sowieso das, der, also für mich persönlich, das ist auch, ja, das polarisiert, sowas zu Ja. sagen, aber für mich gibt es nur einen Grund, länger als ein paar Stunden zu streamen, und das ist, weil du Kohle brauchst. Weil ich habe, Okay, weiß ich Bescheid, wer das nächste Mal länger streamt, ist klar. Ja. nee, aber wenn du so sagst, so 24-Stunden-Streams, ich kenne wenig 24-Stunden-Streams, die nicht aus einem monetären Grund geschehen. Die allermeisten langen Streams haben immer ein Goal oder für 50 Euro gebe ich 15 Minuten länger, pro Sub 3 Minuten oder sowas. Und das ist, boah, Bruder, da müsste schon wirklich irgendwas richtig Heftiges passieren. Also da müsste mein Hund schon eine OP brauchen im Ausland, dass ich sowas machen würde. Ansonsten niemals kriegt man mich nicht dazu. Nee. Und ja, diese Survival Goals, ich weiß es nicht. Also da frage ich mich halt immer, wenn du wirklich darauf angewiesen bist, dass Leute einen Betrag extra spenden, zusätzlich zu ihrer sowieso schon eigentlich unnötigen Subscription, dann hast du einfach den falschen Beruf, Mann. Ja. Absolut. Und ja, ich kenne sehr, sehr viele Streamer, die das zu ihrem Inhalt machen. Und da muss man die Zuschauer in die Verantwortung nehmen. Wenn ich zum Beispiel einen Streamer sehe, der seine Fresse hält und sich 20 Minuten darüber freut, dass jemand 100 Euro gespendet hat und das so lange macht, bis die nächsten 100 Euro reinkommen, dann frage ich mich, Alter, muss das sein? Nee, natürlich nicht, aber wer guckt sowas? Also da sind die Leute, die das gucken, die sind viel mehr in die Verantwortung zu nehmen, als die Leute, die das übertragen. Das hatten wir hier auch. Aber da bist, also wenn das nur einmal ist oder sowas, da bist du aber wirklich sprachlos. Also wenn das erstmal ich sag mal das erste halbe Jahr, wenn sowas passiert, mich hat das damals sprachlos gemacht, als das hier passiert ist und irgendwann eskaliert das. Das hast du vielleicht in deiner Laufbahn ein, vielleicht zweimal. So, wenn das aber irgendwann zu deinem Content wird, dann wird's kritisch. Aber sehr. Ja, das ist kein Content. Und ich mache schon keinen Content, aber das ist halt wirklich überhaupt nichts. Du bist Reaction-Streamer, ne? Ja, ich nenne mich Inhalt-Kommentator. Inhaltskommentar, das ist saugut. Nee, ich Warte bin mal. ganz ehrlich. Also meine Inhalte sind, ich habe keine Ahnung, worum es gehen wird. Ich gucke halt einfach, was kommt. Und wenn ich was zu sagen habe, sage ich was dazu. Und klassisches Reaction, wie, also ein klassischer Reaction-Streamer bietet ja nicht wirklich viel Mehrwert, weißt Ja, du? stimmt. Das kommt bei mir auch super häufig vor, dass ich halt einfach irgendwas gucke oder konsumiere oder sonst irgendwas und da kommt halt nichts bei rum. Und da schäme ich mich auch immer ein Stück weit selber dafür. Aber in den allermeisten Fällen, glücklicherweise, kann ich so die Zeit des Inhalts verfünffachen mindestens. Und dann denke ich mir halt, okay, ist halt cool. Dann gucken die Leute nicht nur wegen dem Video, sondern weil halt fünffach länger irgendwas von mir kommt. Und das ist dann halt in Ordnung. Aber grundsätzlich ist das halt auch so ein zeitloser Content, weißt du? Weil ich bin Ja. 31 Jahre alt, ich bin komplett beschissen in Videospielen. Ach, willkommen im Club, Alter. Ja, Mann, und ich bin auch nicht so witzig, wenn ich mich ärgere, weil ich halt tryhard bin. Deswegen ist das halt so die einzige Art und Weise, die ich mache. Plus, ich kann den Leuten.